Schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht weiter. Diablo 4. Wir werden heute gemeinsam Heldheit farmen. Ich habe mir einfach mal vorgenommen, diese Heldheit, ich mache nochmal einen Trank rein, irgendeinen, relativ egal, so viel Blut zu farmen, wie es geht. Das ist gerade so ein bisschen mein Ziel. Oh, Slack bei mir immer, wenn ich hier reingehe. Das war natürlich prima hier über die... Ey, Alter, das Lied drückt aber gerade gut. Geil. Das macht man natürlich hier prima über die Events. Ne? Also wenn ihr Höllenblut farmen wollt, macht das sehr, sehr gerne hier über die Events auf jeden Fall. Das macht definitiv am meisten Sinn. XP wurde ja auch erhöht. Ne? Also wenn ihr noch was hochleveln wollt, macht das gerne. 35% meine ich, mehr Gold und mehr XP. Ist jetzt nicht das geilste Event, muss ich sagen. Also da gibt es deutlich, deutlich bessere. Aber Events sind immer nice, ne? Weil die Mobs kommen ja zu dir. So, was willst du mehr? Als dass alle Mobs zu dir kommen. So, das ist halt super nice. Welchen Ranken habe ich hier? Bin mal gespannt, wie viel Höllen Arkane Glut. Quatsch, anormale Glut wir hier nach dem Event haben. Ja. 41. Das ist in Ordnung. Ja, wundert euch nicht, wenn ich jetzt nebenbei hier immer kurz schaue. Ich gucke mal auf Heldheit.com. Da seht ihr mal, wo die Events sind, ne? Zum Beispiel das nächste Event, was jetzt auf jeden Fall Sinn macht, ist hier. Das heißt, wir porten uns jetzt mal rüber, dann zu dem Event und dann werden wir zum nächsten einmal laufen und auf dem Weg dorthin dann auch noch ein paar Mobs umklatschen. Bisschen leiser gemacht. So. Wollen wir nochmal. Ich meine nebenbei noch ein paar Mobs. Ziel ist auf jeden Fall 200, 300er Kisten natürlich. Und ja, eine 250er, vielleicht noch eine zweite mitnehmen. Gucken, was geht. Erstmal starten wir. Lässt alle eine Sekunde eine Leiche, das ist immer sehr gut. Ja, es gibt auf jeden Fall geilere Events. Aber auch schlechtere. Ja, eigentlich ist Heldheit primär Events abfarmen, ne? Events ballern. So, machen wir ein paar Leichen hier fertig. Haben wir alle ran hier, das ist geil, das klappt gut. Das klappt sehr, sehr gut. So, 72. Ihr seht die ganzen Wirbelstürme, ne? Beziehungsweise Knochenstürme. Ist ganz geil. Macht echt Spaß. Okay, das ging schnell. Ging auch sehr schnell. Wo ist die Kiste? Ach, da. So, nächstes Event. Ich check kurz die Map. Wundert euch nicht. Na, lieber danach. So, jetzt checke ich ihm kurz die Map. Wundert euch nicht. Bin kurz... AFK sozusagen. Wollen wir das nächste Event? Das haben wir hier, ne? Ja. Das heißt, da werden wir jetzt einmal hinreiten. Da
werden wir jetzt einmal hin ridern hier. Let's go. Also einmal hier runter. Auf dem Weg dahin auf jeden Fall noch ein paar Mobs killen. Ich will auf jeden Fall, bis ich da bin, so 130 haben. Das, ich glaube, das ist ganz, ganz realistisch. Ja, aber sonst ist das ja echt Leerlauf. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich bin nur von Event zu Event gelatscht. Und habe dadurch versucht, diese Glut einzusammeln. Es reicht nicht. Also ich sollte auf dem Weg dann auch auf jeden Fall noch ein paar Mobs klatschen. Ist auch dann ein bisschen Abwechslung, ja. Ja gut, hat jetzt nicht geklappt. 130, wäre schön gewesen. So, Event. Was haben wir denn überhaupt hier für ein Event? Tötet die besudelten Kultisten, alles klar. Ach, okay. Ein paar Leichen hier. Beschwören. Nichts geht's über Leichen. Zumindest bei Diablo hier, Alter. Weiter geht's. Ah! Ich sollte das am Ende sammeln, ne? Aber erstmal ein bisschen hier Speed. Ja, wie lange sind wir jetzt drin? 6 Minuten, 7 Minuten im Video. 125, das geht auf jeden Fall schneller. Also ich hatte einen aus dem Clan, der hat ihren... Hat er zumindest geschrieben, ja, weiß ich jetzt nicht. Leute reden viel, das weiß ich. Da ist auf jeden Fall was dran. Wenn der Tag lang ist, wisst ihr auch. Aber er meinte, er hätte nach 6 Minuten 300 gehabt. Wäre geil für ihn, auf jeden Fall. So, Leichen, Leichen, Leichen. Und tschüss. Krass. Ruhe. Ah, nice. Nächstes Event. Ich check kurz die Map. Nächstes Event. Wir sind hier. Nächstes Event ist hier. Reiten wir hin. Reiten wir hin. Oh. Okay, jetzt kommt ein großer Boss. Aufgepasst. Da ist er. Ja, das nochmal nebenbei haue ich mir auf jeden Fall ab und zu mal ein paar Tränke rein, einfach randommäßig. Ich habe 12 Stück. Sicher, sicher. Ihr kennt das. Mittlerweile, also auf 100 ist es jetzt nicht mehr so, aber ihr kennt dieses Feeling, wenn man fast fertig ist mit der Heldheit. Ja, also man hat ordentlich Punkte gesammelt, ordentlich Arcane Glut gesammelt und dann killt dich irgendwas. Lass es ein DC sein oder so. Das ist echt... echt nervig. Ich finde dieses neue Event, da haben sie jetzt sich zwar wieder das einverlassen mit Gold und so. Nur ich meine, jeder ist ja jetzt schon, ich würde sagen, jeder ist 100. Es geht ja super schnell, Gott sei Dank, mittlerweile. Und mit super schnell meine ich, ist es gut so. Jeder ist 100 und man hat vor allem auch mehr als genug Gold. So. Warum sollte man jetzt noch 35% mehr Gold bekommen? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Also wo da der Sinn hintersteckt, ne? Wie gesagt, Gold hat man auf jeden Fall mehr als genug am Start. Aber gut, dann ist das so. Dann ist dem so. So, wir gehen jetzt so langsam auf die 200 Glut zu. Event ist am Start, nice. Wir lassen mal ein paar Leichen spawnen hier, die dann auch schön explodieren. Dann ist das Event auch schnell durch hier.
Na, nächste Leiche. Oh, kommt ein bisschen mehr Schaden rein, okay. Sehr geil, passt. Also Schattenschaden will ich auf jeden Fall noch ein bisschen buffen, glaube ich. Weil jetzt ist ja alles Schatten. Alles Schattenschaden, was wir hier machen oder was ich hier mache. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, den so ein bisschen zu buffen. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich da noch was rausholen. Ich werde auch bald wieder meinen neuen Guide raushauen zu diesem neuen Spec, den ich hier gerade spiele. Alter Schwede. Angriffsstärke war gerade nice. So, nächstes Event. Mal ein bisschen aufpassen. Ich habe keine Lust drauf zu gehen. Nächstes Event dürfte hier sein, ne? Was meint ihr? Ich glaube hier. Ja. Rushen wir mal hin. Dann ist auch die erste 300-Hard-Ruhe drin. Das ist echt nice. So. Come on. Oh, das ist auch so ein Ding, ne? Jeder, der Held halt schon einmal gespielt hat, kennt das. Also dieses Einsammeln und hier da rennen und hier rennen und dorthin rennen. Das finde ich so nervig. Wieso machen die das nicht alles auf einem Fleck einfach? Ist ja für alle Beteiligten besser. So, haben wir irgendwo Gegner? Gerne zu mir kommen. Gerne zu mir kommen, Gegner. Gerne zu mir kommen. Ich habe hier alles ready. Und man rennt halt eigentlich nur rum und sammelt hier den Kram ein, ne? Ihr seht das ja. Nach links, nach rechts, nach rechts, nach links. Könnte gerne auch einfach so auf einem Fleck sein. Das würde ich auch auf jeden Fall feiern. Muss ich sagen. Dann geht das dann noch 17 Minuten? Ja, okay. Gerne länger. Gerne kann so ein Event einfach mal eine halbe Stunde gehen. Schlachtest du einfach die ganze Zeit Mobs ab. Gut ist. Ach, es ist so lustig, Mann. Es ist einfach so lustig. Ich hatte erst überlegt, noch eine zweite Klasse hochzuleveln, aber es geht schnell, ja, aber es nimmt dann auch noch Zeit in Anspruch, die ganzen Items zu farmen. Da will ich hier den lieber ready machen für, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Besser ist immer direkt die Truhen hier einzusammeln. Weiß ich, ist das die? Nee. Die erste Truhe, soll hier irgendwo sein. Können wir mal hin. Das ist die erste 300er Truhe, die holen wir uns auf jeden Fall, weil leider hatte ich jetzt schon sehr, sehr oft, habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, die traurige Erfahrung machen müssen, dass man auch mal ein DC bekommt, also Diablo Server einfach dicht ist oder so. Dann stirbst du und dann ist die Hälfte weg, ne? Dann ist die Hälfte einfach mal weg. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Das ist geil, wieder eine aktive Fähigkeit zu haben, also Pest, ne? Die ich aktiv drücke und die Schaden macht. Die ich aktiv drücke und die dann Schaden drückt, ist geil. War ja eine Anders-Skillung vorher gar nicht, ne? Das war ja alles passiv, oh. Das ist halt doof irgendwie. Ich meine, das ist klar, es macht Schaden und so, aber ich will halt auch irgendwie selber das Gefühl haben, dass ich das mache, ne? Oh, abgebrochen, okay. Oh, fünfmal, nice. Das ist geil. Oh ja, jetzt geht's wieder ab. Warten wir mal eben auf den Gegner hier. So, schön ausweichen. Hier oben einmal rein. Na komm. Wo bist du? Wo bist du, mein Junge? Kommt nicht?
Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, muss ich sagen. Hey, hey. Bam 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 bam. Ah, nice. Nächstes Event. Wir sliden rein. Oh, vorbei. Please no, please no. Ach hier, komm her. Geil. Gerade ist angefangen, ne? Wir spawnen mal ein paar Leichen. Schadet nie, ist immer gut. Neue Leichen. Wir auf jeden Fall noch ein bisschen höher bekommen. Ich brauche noch so ein, zwei Items, das wäre echt geil. Ich glaube, da bin ich unsterblich mit dieser Skillung. Das Problem ist halt wichtig, sprich, dass du Knochensturm immer aktiv hast. Und passiv, wie gesagt, das werde ich dann auch nochmal erklären in einem separaten Guide oder so. Bildguide, dass das immer aktiv ist. Du musst immer deinen Knochensturm aktiv haben und der muss immer Schaden auf Mobs machen, damit du so ein passives Schild aufbaust. Das ist extrem, extrem wichtig. Aber es kann irgendwas ist gar kein Ding mehr. Das heißt, eigentlich darfst du gar nicht dazu kommen, anzuhalten. Das ist, glaube ich, mit das A und O bei diesem Spec. Dass du einfach immer rennst. Du rennst, du rennst, du rennst. Überall spawnen Fitzen. Quatsch, überall spawnen dann Knochenstürme und so. Und, ja. Du rennst und bist einfach gegen alles immun und machst so unendlich viel Schaden. Das ist so nice. Das ist so geil. Schwere Stiefel, Hochlandstiefel. Nehmen wir mal mit. Boah, schon lange voll. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind unter dem... Ah, okay, das Event. Passt. Ja, können wir mal gucken. Und zwar können wir dann einmal... Genau, wir sind da. Hier runter, ne? Oder versehe ich mich jetzt gerade? Ich bin ein bisschen durcheinander hier. Gehen wir mal hin. Den Riders hier. Oh, hier haben wir noch ein paar. Auch schon wieder 170 am Start. Geil. Also von Event zu Event einfach ballern. Und... Ja, nicht nur das. Natürlich auf dem Weg ein paar Mobs auch klatschen. Ne? Seht ihr hier. Das bringt unfassbar viel. Event ab oder nicht? Come on, please. Leider nicht. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin zum falschen Dings hier gelaufen. Kann das sein? Nächstes Event. Wo kann ich das nächste Mal finden? Ja, doch, entweder hier unten. Hier unten muss das sein. Aber wird wahrscheinlich gerade schon geklärt. Ja, sieht man hier. Okay. Kein Ding. Als nächstes können wir einmal weiter runter gehen. So, wir sind jetzt bei dem Event. Wir gehen jetzt hier einmal weiter runter. Und zwar hierhin. Auf dem Weg dann auch noch ein paar klatschen. Ach gut, schnell jetzt mit der Rüstung und der Skillung, das ist echt geil. So, Leichen sind gespawnt, ihr seht das, ne? Werden alle zusammengezogen, explodieren, weg damit. Super nice.
Oh, die können wir auch mal schnell. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, nice. Nächstes Event. Perfektes Timing hier. Slide hier einmal rechts rüber. So, was geht hier? Ereignis in der Nähe. Ja, gerne. Gerne, gerne Event starten. Oder doch nicht? Ah, nice. Oh, das ist das beste Event, glaube ich. Ah, nee, es gibt ein geiles. Es gibt, da steht es einfach in der Mitte und von allen Seiten kommen Mobs. Das ist, das glaube ich, das Nonplusultra. Ah, gut, hier sieht's. Ihr seht es ja auch schon, es geht hier auch gut ab, ne? Wir brauchen Leichen. Ist dicht? Ja. Jo. Ich spawn ein paar Leichen. Jo. Dürfte auch gleich dicht sein. Jo, passt. So, Leichen spawnen. Jo. Das passt. Das ist schön. Sehr geil, hat gepasst. Ach, der ist doch nicht dicht? Lustig. Ach, lustig, okay. Hab irgendwie gedacht, der wäre schon lange dicht. 243, ja, das ist okay. So, wo sind wir? Wir sind hier. Wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Würde ich vorschlagen. Wir gehen jetzt mal hier wieder oben zu diesem Event. Das befindet sich... Ne, wenn wir uns gleich hier hinporten, hier oben ungefähr. Da können wir mal hin. Also hier einmal den Port benutzen, weil dort in der Nähe auch der nächste die nächste 300er Kiste ist. Das heißt, das immer so ein bisschen miteinander verbinden, ist auch ganz logisch, ne? Ja, wie gesagt, Ziel für mich ist jetzt hier 200-300er und dann nehme ich noch, glaube ich, einen 250er mit und das ist auch gut. Dann ist auch Juti. Ich meine, das ist schon ganz okay. Aber es ist halt auch langweilig, ne? Also irgendwie... Ja... Das ist halt das Problem. Also Heldheit ist ja ist wirklich gar keine Herausforderung. Leider nicht, mein Bruder. Okay. Was ist los? Event ist nicht ab, oder was? Okay, wir sind hier beim... Ja, dann spawn. Spawn, mein Lieber. Spawn, mein Bester. Boah, scheinbar nicht. Scheinbar nicht, schade. Dann können wir... Warten wir uns einmal zurück. Und ballern uns hier einmal zum nächsten Event auf jeden Fall. Ich finde die Fähigkeiten sogar beim Necro, ne? Also einmal der Knochensturm, der ist so genial, aber auch diese blutige Ernte, diese Sense, die dann da rauskommt, ey, das ist so nice.
Finde ich. Das ist so geil. Das ist so eine coole Fähigkeit irgendwie. Oh, ich laufe hier voll falsch. Hey, ja. Aber nicht so wild. So, Event. Event ab. Oder Pech. Und wir Pech, ne? Dann haben wir Pech. Dann holen wir uns die andere Weite hier. Ich sehe die ganzen Wirbelstimme. Es ist so nice. Es ist so unglaublich geil. Oh, nächstes Event, come on. Oh, diese Bären, die sind auch brutal, Alter. Ja, die Frage ist jetzt, gehe ich runter? Ja, ich gehe einfach, ich glaube, ich muss mal eben die Dinger hier einsammeln, ne? Ich glaube, hier liegen noch so viele Sachen rum, die sollte ich auf jeden Fall sammeln hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nice. Ist auch noch einer. Ja, das können sie auch auf einen Fleck bringen. Also das macht halt keinen Sinn, macht auch keinen Spaß, dass man dann zurücklaufen muss, ey. Das ist wie dieses eine Affix da im Nightmare Dungeon. Kennt ihr vielleicht auch, wo dann so eine Bubble kommt, so ein Schutzschild. Und du kannst, was weiß ich, wo stehen, du musst halt komplett zurücklaufen. Außer du hast natürlich irgendeine Fähigkeit ready, die dich immun macht gegen Schaden, okay. Aber das sollte so eigentlich sein. Also, dass man da wirklich zurücklaufen muss, das ist, finde ich, ja, das finde ich überflüssig. Ich meine, Diablo ist sonst so ein unfassbar schnelles Game irgendwie. Deshalb muss ich sagen, fand ich das immer, also wenn das dann so kommt, finde ich das immer ein bisschen komisch. I don't wanna see you, baby. Läuft, mein Bester. Mein bester Gesangsverein hier. Zack, zack. Gehen die noch mit, ja. So, Freunde der Nacht. 21.15 Uhr. Ich resette mal ganz kurz hier die Map. Wichtig für euch ist auch zu wissen, dass die Kisten immer um Punkt resetten, glaube ich. Also schaut vorher kurz auf die Uhrzeit. Ich glaube nur zu einer vollen oder ungeraden Zeit irgendwie. Ganz komisch. Müsst ihr euch mal informiert euch da auf jeden Fall mal. Weiß ich nicht genau. Ich bin da nicht so sehr drin. So, ich guck mal kurz. Oh, wir werden angegriffen. Immer fies. Ja, wenn man kurz die Map checkt für eine Sekunde. Nochmal einsammeln hier, Mensch. So. Läuft. Leute. So, das ist da. Dann müsste die Kiste. Boah, ich muss das mal nebenbei auf der Map machen hier, Mensch. Alter Falter. Ah ja, die müsste hier sein ungefähr. Also einmal hier zurück. Die 300er, die krallen wir uns. Die krallen wir uns auf jeden Fall. Boah. Die krallen wir uns. Ich will gerade mal gucken, wie viel haben wir denn? 3 nur. 3 Eier und keine Scherbe. Wow. Neben der Stahl. Okay, da kriegen wir gleich noch ein bisschen was. Den Boss Waschrand können wir 5-mal machen. Das ist geil. 5-mal wären dann eben 5 Eier, ne? Oder 6. Ja, 8 Eier dann auf jeden Fall am Start. Ja, die Scherbe, ne? Das heißt, lebendiger Stall ist ganz wichtig. Wie kriegt man den? World Boss killen. Und leider Heldheit farmen. Das ist immer doof, ey. Oh. Ich weiß ja, also irgendwie macht mir Heldheit keinen Spaß mehr. Ich habe das jetzt
So zwei Seasons halt durchgeknallt. Einmal mit meinem Zauberer, ne? Dann mit Druiden. Season 1 aber. Jetzt halt mit dem Necro hier. Finde ich ein bisschen langweilig. Event auf jeden Fall mitnehmen. Welches haben wir hier? Oh, ein geiles Event. Nice. Ansprechen. Spawnen mal ein paar Leichen. Ich muss einfach gar nichts machen, das ist so geil. Werfer machen für Leichen, ne, dass die wieder schön spawnen hier. Bababam, seht ihr auch. Ja, ein 100er Dungeons muss ich halt noch entspannter hinbekommen. Da muss ich mal gucken, was ich da noch mache, ne? In Richtung Dev. Schaden mache ich halt mehr als genug. Jetzt muss ich noch mal gucken, was ich an Defensive rausholen kann. Frühchen, danke dir. Sehr krass. Sehr, sehr krass. So, weiter geht's. Wenig, ne? Wenig bekommen. Wenig bekommen, wenig bekommen. Da ist sie, glaube ich. Hoffe ich mal. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt nicht hier, kein Flüchtigerzählern draufgehen. Bitte nicht. Kann ich nicht gebrauchen. So. Ah. Bin noch mal ein paar Leichen hier. Komm. Let's go. Ihr wollt unbedingt auch noch Stress. Das ist okay. Jetzt mach ich aber mal auf. Krass, dass hier mal alles voll ist, ey. Das ist. Präzision ist so ein guter Trank. Oder? Ja. Menschenschlachter, das klingt auch nett. Menschenschlachter, alter Schwede, ey. Jo, jetzt noch eine 250er und dann sind wir im Geschäft hier. Dann reicht mir das auch, muss ich sagen. Also wenn man noch XP braucht, ne, wenn man noch nicht 100 ist, dann ist das schon was anderes. Ja, aber nur für die Mats reicht mir das hier an dieser Stelle dann, glaube ich, auch. Guck mal, ob ich noch ein Event klar machen kann, ne? Ein schönes Eventchen. Komm. Bam. Hier unten. Vielleicht ist diesmal ready. Mal gucken. Noch Zeit. 90 noch ungefähr sammeln, dann haben wir es auch.
Lohnt sich so eine 75er? Mal auf. Einfach mal ausprobieren. Was haben wir da drin? Auch Stahl, krass. Stahl und vermachten Ring. Nicht schlecht. Geh mal zurück, vielleicht ist das Event jetzt ready. Müsste hier sein. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Also als ich hier mit meinem Level 60er Zauber oder so durchmarschiert bin, ey, da hatte ich bei jeder Gruppe Schiss ohne Ende. Ich habe auch bei jeder Gruppe, glaube ich, geil, Event ist ab. Bei jeder Gruppe irgendwie Tränke oder so gezogen. Das war so heftig. Aber gut, war halt klar. Ich war halt noch nicht Level 100 und so. Boah, schnelles Event. Echt schnell, krass. So. Da sind wir hier. So, gehen wir mal hier runter. Ich port mich eben wieder in die Stadt. Wir sollen mal auf 250 hochgehen und dann ist gut. Wir haben nur 90 von diesen traumhaften Geräten, die man benötigt. Und dann ist Feierabend. Also auch Feierabend hier mit Heldheit. Alter Verwalter, ey. Da machen wir schöne... Werde ich im nächsten Video... Wenn ich ein Video dafür aufnehme, mache ich dann noch ein Dings. Auf jeden Fall Nightmare Dungeon. Oh. Nice. Da habe ich noch Bock drauf. Vielleicht... Ich glaube, ein Nightmare Dungeon fehlt mir noch. Dann kann ich die eine Glyphe auf 21 bringen. Das ist krass. Dann machen meine Leichen noch mehr Damage. Oh ja, hier oben. Zack. Oh, geil. Ist wieder dieses Event, oder was? Mm-m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 m
Bim, 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 bim. Unglaublich, echt. So geil. Es macht so Spaß. Es macht so einen riesen Bock. So, ich mache nochmal für die letzten Minuten hier die Musik aus. Und so, da bin ich. Nächstes Event ist dann hier. Also das sollte dann auch das letzte Event sein. Danach bin ich auch, ja, hoffentlich bei 250. Oh, hier ist ein schöner Boss. Sehr gut. Auf jeden Fall nochmal ein paar schöne Stücke für uns am Start. Fallen gelassen. Okay, okay, okay. Sauber. Ja, die Spinnen blocken auch ganz gut, glaube ich, oder? Man hat 25 schon. Unglaublich, echt. Wie schnell. So, ein Event noch. Come on. Ab. Nicht ab. Schade. Doch. Sehr gut. Was Event ist das denn hier? Ah ja, egal. Alles stirbt. Alles stirbt. Alles stirbt und ich bin irgendwie unaufhaltsam. Das ist so nice, so genial. 245, 46, 47. Vierzig Sekunden noch, krass. So, lass hier nochmal ein paar Leichen fallen. Alles voll, hier ist einfach alles voll. Es ist so krass. Und ich kann hier sogar noch was raushauen aus dem Speck. Das ist echt schön. Das zu wissen ist echt schön. Nice. Passt. Wollen wir nochmal schön aufmachen hier. Zack. Nehme ich nochmal die Items mit. Können wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Ja, sehr, sehr cool. Dann machen wir jetzt nochmal die letzte Truhe auf und dann ist auch gut für heute. Wir sind hier. Die letzte Truhe soll genau dort sein. Perfekt. Die will uns die Truhe, kann man sagen. Die hat sich uns ausgesucht, nicht andersrum. Die will uns haben hier. Da ist sie. 250 nochmal schön oben drauf. Geil. Das war ja ein Schwert. Einmal lebendiger Stahl nur. Krass. Das finde ich heftig. Muss ich sagen, das finde ich echt heftig, wie wenig einfach. Aber gut, das war's. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht auch nicht bis hierhin durchgehalten. Nichtsdestotrotz, Heldheits Necro macht Bock Season 2. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.